In diesem Melodyne-Tutorial zeige ich dir, wie du mit dem Formantenwerkzeug ziemlich abgedrehte Effekte bauen kannst. Du kannst zum Beispiel aus einer Frauenstimme eine Männerstimme machen. Hä? Aber nicht nur auf Vocalspuren funktioniert das Formantentool richtig gut. Du kannst es auch für kreative Effekte auf E-Gitarrenspuren oder sogar Drumloops einsetzen. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir gleich. Ich bin Martin von songwriteronline.com. Wenn du neu hier bist, auf diesem Kanal geht es um Mixing, Songwriting und Musikproduktion. Wenn dich das interessiert, dann ziel auf jeden Fall jetzt auf den Abonnieren-Button, damit du kein Video mehr verpasst. Wir starten jetzt. Als erstes versuchen wir, Lead Vocals zu manipulieren. Ich habe meine Vocalspur hier schon in Melodyne eingelesen. Falls du gar nicht weißt, wie das geht, dann gebe ich dir nachher noch einen Link zu einem Video, wo ich dir die Basics von Melodyne genau erkläre. Wir haben jetzt den Part unserer Lead-Vocalspur, also hier in Melodyne selber repräsentiert. Ganz kurz noch zum Einlesen dieser Spur in Melodyne. Du hast hier verschiedene Algorithmen, aus denen du auswählen kannst. Und am besten ist am Anfang, du probierst einfach mal automatisch aus, dann liest er dir automatisch ein, was er denkt, was der beste Algorithmus ist, aber du kannst hier zwischen perkussiv, melodisch, mehrstimmig und so weiter auswählen. Ich habe jetzt hier, weil es Lead-Vocals sind, einfach mal melodisch gewählt. Was du jetzt machen kannst, um deine Vocals hier mit den Formanten zu manipulieren, ist zunächst mal, dass wir alle markieren und hier oben siehst du das Formantenwerkzeug. Formanten bilden das Obertonspektrum einer Stimme oder eines Instrumentes ab. Und jetzt habe ich hier draufgeklickt und du siehst schon, dass jetzt hier diese Formanten in Form von so einem Strichen hier repräsentiert werden. Und ich spiele jetzt einfach mal damit rum, indem ich die Formanten hoch und runter ziehe und dann wirst du relativ schnell hören, was passiert. Das ist die normale Stimme erstmal. Das war jetzt normal und jetzt manipuliere ich mal ein bisschen. Okay, für solche Effekte, für solche ein bisschen seltsamen, abgedrehten Effekte, kann man die Formanten hier manipulieren und erhält dann so ein bisschen so einen abgedrehten, seltsamen Gesangseffekt, der ganz spannend sein kann für bestimmte Produktionsarten. Wir möchten jetzt aber mal eine Männerstimme oder zumindest eine männerähnliche Stimme aus diesen Lead Vocals hier machen. Dazu machst du Folgendes. Zunächst mal transponierst du deine Stimme hier einfach ein paar Halbtöne nach unten. Ja, dann klingt sie so zunächst mal. Und um sie jetzt noch mehr, um jetzt das Geschlecht zu ändern sozusagen, ist auch geil, das Geschlecht zu ändern, fährst du jetzt die Formanten so runter, dass du so nah wie möglich an eine Männerstimme rankommst. Das probiere ich jetzt. Here I stand, I'll start where fate began. Und schon hast du aus einer Frauenstimme eine Männerstimme gemacht. Das Ergebnis ist natürlich nicht perfekt, aber wenn du ein perfektes Ergebnis möchtest, dann lässt du natürlich einen Mann diese Stimme einsingen. Es geht hier ja mehr oder weniger um Effektbearbeitung. Du kannst das Formantenwerkzeug aber nicht nur auf Vocals einsetzen, es ist auch sehr spannend auf Gitarren. Ich habe jetzt hier einen anderen Algorithmus rausgesucht und zwar mehrstimmig abklingend. Die Gitarre klingt so. Und jetzt manipuliere ich auch hier mal die Formanten, indem ich sie einfach hoch und runter ziehe. Okay, auch hier kann man ganz interessante Ergebnisse erzielen. Das ist fast schon sowas wie so ein bisschen so eine EQ-Bearbeitung. Sowas in die Richtung geht das. Und es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was aber richtig cool ist, ist auch, wenn du dieses Formantenwerkzeug jetzt auf Drumloops einsetzt. Mach den gerade mal hier auf, beziehungsweise Melodyne. Was ich jetzt hier gewählt habe, und deswegen siehst du hier nur einen Strich hier, das ist der perkussive Algorithmus zunächst mal, weil das ist hier ein Drumloop und deswegen passt hier natürlich perkussiv am besten. Ich mag hier auch mal wieder alles in Melodyne über Command A und jetzt versuchen wir mal hier zu manipulieren in diesem perkussiven Algorithmus.
Das klingt schon mal recht spannend, ist aber nicht so beeindruckend. Was man jetzt machen kann, man kann jetzt einfach den Algorithmus ändern. Und zwar ändern wir den Algorithmus jetzt auf melodisch, obwohl es eigentlich ein perkussiver Loop ist. Und jetzt geht er hier auf neu erkennen. Und jetzt hat er das hier sozusagen, diesen Drum Loop hier, als Melodie erkannt. Und wenn ich jetzt manipuliere über die Formanten, dann kommt was ganz anderes oder kommt ein ganz anderes Ergebnis raus. Und dadurch kannst du auch recht interessante Effekte erzielen hier. Also wir manipulieren jetzt wieder die Formanten, in diesem Fall allerdings über einen Drum Loop mit dem melodischen Algorithmus. Okay, auf jeden Fall sehr lustig und du kannst unglaublich kreativ damit werden und damit arbeiten. Wenn du dich für Melodyne interessierst, dich aber noch nicht so gut mit dem Programm auskennst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da zeige ich dir die Grundlagen von Melodyne. Wenn es dir gefallen hat oder du kennst jemanden, dem dieses Video weiterhelfen könnte, dann würde ich mich freuen, wenn du es teilst, mir einen Daumen nach oben gibst oder einen netten Kommentar schreibst. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann!